Weißt du eigentlich, was Rudi Gutendorf, der heute bei uns sitzt, was der früher von dir gehalten hat, Mario? Ich hoffe nur Gutes, weil sonst muss ich mit Rudi nachher ein ernsthaftes Wort sprechen. Ja, dann hören wir doch mal ganz kurz rein. Die Trainerlegende in der Beurteilung der Spielerlegende Mario Basler. Bitte schön, von 1999. Aber ich bin wie zum Beispiel auch im Falle Basler, wenn ich da höre, ja, der kann nur noch 70 Minuten, muss man auswechseln und so weiter. Das ist doch ein Wahnsinn, ein Mann, der Millionen verdient im Jahr. Wenn ich mir das vorstelle, der muss auswechseln, den werde ich jagen, dass er umfällt, bis er die 90 Minuten durchstehen lässt. Wahrscheinlich wird man mich rausschmeißen, weil man lieber den Basler halten würde. Aber dem würde ich 70 Minuten geben. Den werde ich hetzen wie ein Hund und zum Teufel jagen, wenn er nicht die Kondition hat, die er braucht, um diese Millionenverdienst zu rechtfertigen. Nicht nur den Basler, auch andere. Aber er hält sich ja jetzt für das Laufwunder. Ja, nun, der kann ja laufen, das ist eine reine Willenssache. Die faule Sau, die will nicht trainieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wen ich zuerst fragen soll, aber Herr Gutendorf, Sie als Erster, weil Sie ja sozusagen eher jetzt das ein Problem haben. Sie können sich als Erster erklären. Was hat Sie damals so auf die Palme gebracht, 1999? Die Frage wahrscheinlich schon. Nein, ich bin ein Fan von Mario. Ja, hat man gehört. Ja, man gehört. Ja, nee, ich meine, was Fußball anbelangt, sowas. War einer der Besten in Deutschland. Technik, seine Freistöße, die Flanken. Auch jetzt noch, vor 8 Tagen haben wir in Dresden gespielt, hat mein Sohn gesagt, Mensch, der Basler, haargenaue Flanken gibt er da. Und das ist Fußball. Aber und das ist gerade so, Diplomatie, was Sie machen, Herr Gutendorf. Nein, ich komme noch. Ach, dann, gut. Wenn so ein Mann mit so einem Talent, mit solchen Möglichkeiten, eben diese Grundkonditionen, das ist nun mal, da musst du an die, als Trainer an die Schmerzgrenze gehen. Ja. Und das hat er nicht gerne gehabt, dass man eben bis das austrainiert. Das heißt, er hatte recht in der Analyse.